Jeder von uns hat diese Situation schon einmal erlebt. Es ist ein stressiger Tag und am Nachmittag halten wir es nicht mehr aus. Wir brauchen etwas Süßes. Schokolade, Kekse, Gummibärchen. Wir machen uns auf den Weg, durchstöbern sämtliche Schubladen und schließlich werden wir fündig und stillen unseren Heißhunger nach etwas Süßem. Wie kommt dieser Heißhunger zustande? Lassen Sie uns das aus ayurvedischer Sicht betrachten. Alles, was in unser System gelangt, wird in Form dieser drei Doshas von unserem Organismus interpretiert. Das heißt, das Dosha wird angeregt, es wird harmonisiert oder es wird vermindert. Das zweite Prinzip ist, dass unser Körper immer darum bemüht ist, ein Gleichgewicht dieser Doshas zu erhalten. Und zwar das Gleichgewicht, das für uns spezifisch ist, das unserer Konstitution entspricht. Und wenn dieses Gleichgewicht verloren geht, versucht der Organismus, es wiederherzustellen. Es ist also permanent um Regulation dieser drei Doshas bemüht. Nun, wenn Sie Stress ausgesetzt sind, wenn Sie einen stressigen Tag haben, dann wird automatisch Ihr Vata und Ihr Pitta ansteigen. Und der Körper versucht das mit Kapha wieder auszugleichen. Und wie bekommt er am schnellsten Kapha? Durch die Geschmacksrichtung süß. Das heißt, wenn der Stress überhand nimmt, dann wird der Körper ihn signalisieren, gib mir etwas Kapha. Und das bedeutet etwas Süßes. Sie erinnern sich, der Ayurveda unterscheidet 6 unterschiedliche Geschmacksrichtungen. Süß, sauer, salzig, scharf, bitter, herb. Süß, sauer und salzig regen Kapha an und beruhigen Vata. Und die Geschmacksrichtung süß beruhigt Vata und Pitta. Von daher gesehen ist süß, die Geschmacksrichtung süß, natürlich hervorragend geeignet, um Kapha anzuregen und das überbordende Vata und Pitta, das durch Stress erzeugt wird, wieder zu neutralisieren. Aus dem Grunde ist dieser Regulationsmechanismus unseres Körpers, die Lust nach etwas Süßem, durchaus verständlich. Doch müssen wir uns jetzt klar machen, dass das Süße, das wir zu uns nehmen, im Wesentlichen aus weißem Zucker hergestellt wird. Das ist, was wir im Haushalt normalerweise benutzen. Man nennt es auch den Haushaltszucker. Und Zucker wird aus Zuckerrüben oder Zuckerrohr hergestellt und es wird schließlich so raffiniert, dass dieser raffinierte weiße Zucker nur aus Saccharose besteht. Und das sind kurzkettige Kohlenhydrate, kurzkettige Zucker, die nur aus diesen zwei Bestandteilen Glucose und Fructose bestehen. Die Lebensmittelindustrie verwendet Saccharose im Übermaß. Und zwar derart im Übermaß, dass wir im Schnitt 35 Kilogramm Zucker im Jahr zu uns nehmen. 35 Kilogramm im Jahr bedeutet jeden Tag etwa 100 Gramm. Und das heißt eine Tafel Schokolade. Ich glaube, jeder kann sich vorstellen, dass das auf Dauer nicht gut sein kann. Und darum verwundert es uns auch nicht, dass Krankheiten, die natürlich mit einem hohen Zuckerkonsum einhergehen, immer mehr überhand nehmen. Das sind die klassischen Zivilisationskrankheiten, wie beispielsweise Übergewichtigkeit, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes. Wenn Sie nur einen Softdrink am Tag trinken, dann steigt Ihr Diabetesrisiko, also das Risiko, zuckerkrank zu werden, um 29% mit einem Softdrink pro Tag. Deswegen muss man sich auch klar machen, dass dieser Heißhunger, den wir oft nach Süßem haben, irgendwie von uns gebändigt werden muss. Und wir müssen verstehen, dass ein hoher Zuckerkonsum unseren Körper fortwährend übersäuert.
Und wenn er sauer wird, dann versucht das System, entsprechend des ayurvedischen Prinzips, das wieder zu neutralisieren. Das heißt, die Regulationssysteme des Körpers versuchen, diese Übersäuerung zu neutralisieren. Und wie macht der Körper das? Indem er Mineralien aus seinen Depots aktiviert. Und das ist vor allem Calcium und das ist vor allem Magnesium. Und die Depots von Calcium sind unsere Knochen. Das heißt, wenn wir übermäßig viel Zucker zu uns nehmen, dann wird der Knochen demineralisiert. Und das kann sich im Laufe des Lebens natürlich sehr negativ auswirken, indem der Knochen brüchig wird. Und das nennt man eine Osteoporose. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass das Immunsystem sehr schnell unterdrückt wird durch einen hohen Zuckerkonsum. Und zwar bis zu 40%. Wenn wir über das Immunsystem sprechen, dann kommen wir automatisch schon auf den Verdauungstrakt. Warum? Weil 70% unseres Immunsystems im Verdauungstrakt aktiv ist. Und im Verdauungstrakt tummeln sich 100 Billionen Bakterien, die in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen müssen. Also die unterschiedlichen Bakterienarten. Und davon hat das menschliche Mikrobiom in der westlichen Welt etwa 1000 unterschiedliche Spezies. Die müssen in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen. Es geht grundsätzlich immer um die Balance. Gerade in der ayurvedischen Medizin. Es geht immer nur um das Gleichgewicht. Und auch in unserem Darm das Gleichgewicht der unterschiedlichen Bakterienarten. Und dieses Gleichgewicht wird durch einen übermäßigen Zuckerkonsum gestört. Das wirkt sich natürlich auf viele Krankheiten auch sehr negativ aus, weil eine Dysbiose, also das Ungleichgewicht dieser Bakterienstämme in unserem Darm, der Grund ist für sehr viele Erkrankungen. Außerdem führt ein übermäßiger Zuckerkonsum natürlich zu einem chronisch angehobenen Insulinspiegel. Und das Insulin wird von unserer Bauchspeicheldrüse produziert. Und wenn unsere Bauchspeicheldrüse permanent überstrapaziert wird und zu viel Insulin ausschütten muss, dann ermüdet sie natürlich im Laufe der Zeit. Und außerdem wird dieser übermäßige Insulinspiegel dazu führen, dass der Körper nicht mehr sensibel darauf reagiert. Das nennt man dann eine Insulinresistenz. Nun, was interessant ist, dass dieser übermäßige Insulinspiegel im Körper sich im Gehirn nicht abbildet. Im Gehirn haben wir einen niedrigeren Insulinspiegel durch einen übermäßigen Zuckerkonsum, paradoxerweise. Das Insulin ist aber wichtig, die Zelle zu öffnen, damit die Glukose in die Zelle eindringen kann. Und die Glukose ist natürlich ein ganz wichtiger Energieträger, insbesondere für unser Gehirn. Sie sehen also, dass ein übermäßiger Zuckerkonsum weitreichende negative Auswirkungen für unsere Gesundheit hat. Nun, wenn wir das Ganze nun aus ayurvedischer Sicht betrachten, dann stellt sich das etwas differenzierter dar. Ganz einfach deswegen, weil in der ayurvedischen Medizin die Geschmacksrichtung süß, und man muss betonen, das betrifft nicht nur Zucker. Beispielsweise sind bestimmte Milchprodukte auch geprägt von der Geschmacksrichtung süß, wie Milch, wie Sahne, aber auch Getreidesorten wie der Weizen ist von der Geschmacksrichtung süß. Also beruhigt Vata und stärkt Kapha. Im Ayurveda ist der Zucker nie raffiniert, den man benutzt, sondern er ist immer naturbelassen. Und das ist deswegen sehr wichtig, weil den Zucker, den wir hier heute verwenden, also der Industriezucker, der Haushaltszucker, im Wesentlichen leere Kalorien sind. Wir können auch sagen toxische Kalorien. Einfach deswegen, weil er keine Mineralien mehr enthält und alle Vitalstoffe, die natürlich auch in der Zuckerrübe und im Zuckerrohr vorhanden sind, eliminiert worden sind. Das ist beim ayurvedischen Zucker nicht der Fall. Und beim ayurvedischen Zucker gibt es im Wesentlichen vier unterschiedliche. Den ersten, den nennt man Shakara.
Und der ist auch aus Rohrzucker hergestellt. Das ist ein Rohrzucker. Und er enthält aber noch alle Mineralien und alle Vitalstoffe. Der Shakara-Zucker ist vor allem gut, um Vata und um Pitta zu beruhigen. Als nächstes haben wir den Palmzucker. Er wird hergestellt aus der Blüte der Palme. Und er ist besonders hilfreich, um Pitta zu beruhigen, aber er hat auch einen beruhigenden, harmonisierenden Effekt auf Kapha. Alles, was süß ist, beruhigt natürlich automatisch immer Vata. Und die meisten von uns haben eine Vata-Störung. Vata ist zu stark, weil alles schnell geht in unserem heutigen Leben. Und deswegen wird Vata immer angeregt. Der dritte heißt Jaggery. Jaggery oder Gur. Der wird auch aus Zuckerrohr hergestellt und er ist besonders hilfreich und sehr gut und vitalisierend, wenn er ein Jahr alt ist. Und dieser Jaggery hat auch eine sehr harmonisierende Wirkung auf Vata und auf Pitta. Jaggery enthält auch noch alle Mineralien und alle Vitalstoffe. Die vierte Form von Zucker ist Honig. Und Honig gilt im Ayurveda als ein Nektar. Man unterscheidet 8 unterschiedliche Honigsorten, je nachdem, welche Bienen den Honig produzieren. Und grundsätzlich sagt man, dass es 3 unterschiedliche Antidots gegen die 3 Doshas gibt. Das beste Antidot gegen Vata ist Öl. Das beste Antidot gegen Pitta ist Ghee. Das ist ausgelassene, gereinigte Butter. Und das beste Antidot gegen Kapha ist Honig. Honig sollten Sie nie erhitzen, nie über 40 Grad. Man sollte Honig also nie zum Backen oder zum Kochen verwenden. Denn ein ayurvedisches Sprichwort sagt, wenn man Honig erhitzt, wird aus Nektar Gift. Honig wird effizienter als Heilmittel, wenn er älter ist. Also wenn er beispielsweise 1 Jahr alt ist, dann ist Honig ganz besonders effizient. Und Honig hilft, Kapha zu beruhigen, Kapha zu eliminieren, wenn es im Übermaß vorhanden ist. Und deswegen wird es paradoxerweise auch eingesetzt, beispielsweise in der Behandlung von Übergewicht. Also beispielsweise ein Glas Honigwasser am Morgen zu trinken, wird empfohlen, wenn man übergewichtig ist und Gewicht abnehmen will. Grundsätzlich muss man betonen, dass die unterschiedlichen Konstitutionstypen, die unterschiedlichen Dosha-Typen auf Süßes unterschiedlich reagieren. Also ein Vata-Mensch kann natürlich viel mehr Süßes vertragen und er hat auch einen größeren Drang nach der Geschmacksrichtung süß als beispielsweise der Kapha-Mensch. Der Pitta-Mensch ist zwischendrin. Grundsätzlich muss man also betonen, dass wir unseren Zuckerkonsum nach Möglichkeit einschränken sollten. Also von diesen 35 Kilogramm pro Jahr deutlich runtergehen. Aber es heißt nicht, dass wir keinen Zucker verwenden. Aber wenn Sie Zucker verwenden, dann benutzen Sie Zucker, der die Mineralien und die Vitalstoffe noch enthält. Also benutzen Sie eine Form des ayurvedischen Zuckers. Das kriegen Sie auch in jedem Bioladen. Also entweder diesen Shakara-Zucker oder Jaggery Gur oder auch Melasse oder beispielsweise den Palmzucker. Ich würde Ihnen also empfehlen, Zucker moderat zu verwenden und dass Sie am Tag nicht mehr als 3 bis 4 Teelöffel an Zucker zu sich nehmen. Das wird Ihrer Gesundheit sicherlich sehr zuträglich sein. Wenn Sie an weiteren Themen rund um Ihre Gesundheit und zum Ayurveda interessiert sind, dann würde ich mich freuen, wenn Sie diesen Kanal abonnieren mit dem Daumen hoch. Und wenn Sie wissen möchten, welcher Dosha-Typ, welcher Konstitutionstyp Sie sind, dann klicken Sie doch einfach auf den Link in der Beschreibung. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Herzlich,
Ihr Ulrich Bauhofer.